Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen mehr oder weniger ja gar nicht erst versucht, überhaupt seine Zielgruppe zu erweitern. Wenn man sich mal die Nachrichten anschaut, Nachrichten, ja, ganz ehrlich, ich habe schon seit Ewigkeiten keine Nachrichten mehr im Fernsehen gesehen. Die wichtigsten Nachrichten, die mich auch interessieren, die bekomme ich aus dem Internet. Sei es jetzt beispielsweise Spiegel, online oder sowas oder auch andere Seiten. Ich will jetzt hier nicht alle Seiten aufzählen, wo ich meine Nachrichten herbekomme. Aber auf jeden Fall finde ich im Internet da sehr, sehr schnell alle Informationen, die ich brauche. Und ja, wann hätte ich die Chance, das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen? Genau. Abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ja. Das ist dann. Weiß nicht, wann kommen die Nachrichten auf den öffentlich-rechtlichen? Ich glaube 20 Uhr oder sowas. Und dann fehlen meiner Meinung nach sogar noch wichtige Nachrichten. Und diese Geschichte, muss man auch wieder sagen, ist ja so typisch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Man hat lange Zeit so ziemlich das beste Nachrichtenprogramm gehabt, aber auch das ist nicht mehr der Fall. Also die wichtigsten Nachrichten, die bekommt man heutzutage einfach eben beispielsweise über das Internet. Und ja, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist vor ein paar Jahren hingegangen und hat ganz spontan gesagt, wir brauchen ein neues Nachrichtenstudio für eben unsere alten Nachrichten, die einen Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr interessieren. Und dann haben die für was weiß ich wie viele Millionen da ein hochmodernes Studio hingestellt. Und das wurde von unseren Gebühren bezahlt, obwohl eigentlich gar nicht mehr wirklich der Bedarf für sowas da ist. Ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, weil man muss sich das mal vorstellen. Es geht da nicht darum, dass man die Wahl hat. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist mehr oder weniger ein erzwungenes Pay-TV sozusagen. Jeder ist verpflichtet, diese Gebühren zu bezahlen, auch wenn er das Programm von den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht sehen will. Und ich frage mich, ob sowas wirklich sein muss. Es wird dann immer argumentiert, es muss, wie sagen sie so schön immer, es muss unabhängige Medien geben. Das Problem ist nur, dass die Öffentlich-Rechtlichen seit, ich glaube, 2010 oder 2011 diese Unabhängigkeit in ihrem Programm überhaupt nicht mehr festgeschrieben haben. Das heißt also, früher war das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja, sozusagen neutral. Und diese Neutralität, die steht überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Und an der Stelle muss man sich doch fragen, brauche ich das dann überhaupt? Mal abgesehen davon, dass einem dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen ja nicht zur Wahl gestellt wird, sondern es wird einem aufgezwungen. Wenn ich das nicht sehen will, muss ich trotzdem dafür bezahlen. Und ja, man muss sich einfach nur mal die ganze Geschichte anschauen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat durch seine Gebühren, die es einnimmt, mehr Geld zur Verfügung als alle Privatsender zusammen. Das Problem ist nur, aus diesem Geld wird überhaupt nichts gemacht. Ein ganz einfaches Beispiel ist dieses komische Gottschalk Live. Gottschalk ist bei Wetten, dass ausgestiegen und hat dann dieses Gottschalk Live gemacht.
Und ja, ich muss sagen, ich habe es nie gesehen, aber ein paar meiner Arbeitskollegen haben mir schon erzählt, dass die Sendung stinklangweilig ist und eigentlich, ja, hat es keiner mehr als ein- oder zweimal gesehen. Das ist eine Sendung, die regelmäßig lief. Gottschalk hat dafür, was weiß ich, wie viele Millionen auf sein Konto überwiesen bekommen. Und eigentlich hat es überhaupt keinen interessiert. Inzwischen wurde es abgesetzt oder es wird demnächst abgesetzt. Und an der Stelle muss man sich wirklich mal fragen, wozu das Ganze? Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ein paar Leute, die öffentlich-rechtliches Fernsehen vielleicht ganz gut finden. Ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die schaut sich tatsächlich diese, ja, wie soll ich sagen, lächerlichen Daily Soaps an, die da irgendwie auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender laufen. Aber da muss ich auch an der Stelle wieder sagen, das ist nichts, was ich mir jemals anschauen würde. Warum muss ich dann dafür bezahlen? Das ist, ja. Ich weiß es einfach nicht, was man damit bezwecken will. Weil das Problem ist einfach, das öffentlich-rechtliche Fernsehen geht komplett am Massenmarkt vorbei. Und es wird gar nicht der Versuch unternommen, auch andere Zielgruppen einfach anzusprechen. Es wird einfach mehr oder weniger stur gesagt, ja, ist halt so, wir erreichen kein jüngeres Publikum. Dabei bleibt's halt. Und ja, ich muss sagen, ich finde diese Einstellung äußerst problematisch. Denn wie gesagt, es zahlen alle dafür. Und trotzdem sehen die öffentlich-rechtlichen Sender einfach nicht den geringsten Sinn, irgendwas an dieser Geschichte zu ändern. Und genau an der Stelle finde ich es dann zum Beispiel ganz gut, dass solche Sachen wie eben die ESL im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Auch wenn es jetzt ein Spartenkanal ist wie dieses ZDF Kultur, wo höchstwahrscheinlich nicht so viele Leute reinschauen. Ich habe keine Ahnung, was die für Einschaltquoten haben. Aber das ist auch nicht das Thema hier. Ich finde es einfach gut, dass da zumindest versucht wird, so einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist eben, dass man, wie soll ich sagen, dass das nicht konsequent durchgezogen wird. Ich habe auf der einen Seite das tägliche Programm auf ARD und ZDF beispielsweise, das, also zumindest wenn ich für mich spreche, zum größten Teil einfach absoluter Schwachsinn ist. Ich meine, gut, man sollte nicht vergessen, wenn beispielsweise Fußball-WM oder EM ist oder sowas, dann schaue ich das natürlich auch auf den Rech ich, auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber eigentlich muss man sagen, dafür, dass man alle 2 Jahre ein großes Fußballturnier bei den Live sehen kann, muss man dafür wirklich dann immer das ganze Geld zahlen. Mal abgesehen davon, dass ansonsten ja, nicht wirklich Qualität präsentiert wird. Wenn wir mal ganz realistisch sind, muss man einfach sagen, dann werfen die öffentlich-rechtlichen Sender jedes Jahr zig Millionen rein, einfach aus dem Fenster für Leute, die, ja, die es zwar schauen, aber das ist eben nur ein winziger Teil von den Leuten, die tatsächlich diese Gebühren dann bezahlen. Und also ich denke, da läuft irgendwas falsch. Das kann einfach nicht sein, dass ich auf der einen Seite die habe, die regelmäßig zahlen und schauen,
und auf der anderen Seite die Leute habe, die regelmäßig zahlen und eigentlich nie was schauen, weil nichts für sie kommt. Irgendwo fehlt da einfach das Verhältnis zueinander. Ich kann nicht hingehen und ein Programm machen für 10% der Leute und dann sagen, ja, die restlichen kann ich halt nicht erreichen. Wenn alle dafür zahlen, dann sollte ein öffentlich-rechtlicher Sender auch versuchen, möglichst alle abzudecken, alle Interessen. Es kann einfach nicht sein, dass irgendwelche Nischen bedient werden mit Geldern, die von allen Menschen kommen. Das funktioniert so einfach nicht. Ich hoffe wirklich, dass da demnächst irgendwas passiert. Ich meine, öffentlich-rechtliches Fernsehen muss kein schlechtes Fernsehen sein. Ich bringe als Beispiel immer ganz gerne eine Serie, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf in England produziert wird. Und zwar, beziehungsweise gibt es sogar zwei gute Serien. Und zwar Doctor Who und den Ableger Torchwood. Diese beiden Serien, die wurden von BBC produziert. Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen in England. Und das ist Qualität, das schauen alle Altersgruppen. Doctor Who ist bei uns in Deutschland jetzt eher weniger bekannt. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Und gut, Torchwood, das kennt der eine oder andere vielleicht. Das lief bei uns auf RTL 2. Beides sehr, sehr gute Serien. Doctor Who lief zwar auch mal hier, das war bei Pro7. Das lief, glaube ich, 2 Staffeln und dann war's das. Was wirklich schade ist. Da hat Pro7 das mehr oder weniger am Pro7 hat mehr oder weniger die Ausstrahlung versaut, indem sie einfach einen schlechten Sendeplatz gewählt hat. Ich denke, dass das deutlich bessere Einschaltquoten erzielt hätte. Soweit ich weiß, ist jetzt vor einer Weile auf irgendeinem Sky-Sender diese Serie wieder angelaufen mit dem aktuellsten Darsteller vom Doktor. Wer sich jetzt gerade wundert, warum ich aktuellster Darsteller und so sag, informiert euch am besten einfach mal drüber. Ich will euch jetzt hier keine Details dazu erzählen, aber es... ganz kurz kann ich drauf eingehen. Also, bei der Serie geht es um einen Außerirdischen. Das ist die Rasse nennt sich Time Lords und diese Time Lords, die, wie soll man sagen, wenn die sterben, haben sie die Möglichkeit, sich sozusagen zu regenerieren und dabei nehmen sie sozusagen die Gestalt von einer neuen Person an. Das hat man damals einfach gemacht, um die Serie fortführen zu können, nachdem der Hauptdarsteller mal ausgestiegen ist und dementsprechend, wenn einer, der den Doktor spielt, dann aussteigt aus der Serie, kann problemlos ein anderer Schauspieler diese Rolle dann übernehmen. Und das ist mehr oder weniger das Grundgerüst sozusagen dieser Serie. Die läuft schon seit was weiß ich wie vielen Staffeln. Soweit ich weiß, die am längsten laufende Serie der Welt sogar. Das ging, glaube ich, damals, wann war das, in 50ern oder 60ern ging die Serie los. Gab ein paar Unterbrechungen, aber zurzeit kommt auf jeden Fall jedes Jahr irgendwie eine Staffel.
Ja gut, das ist eigentlich nicht das Thema. Wie gesagt, ich war gerade dabei, dass diese ganze Geschichte mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in England zum Beispiel deutlich besser aussieht. Ich weiß nicht, inwieweit das der ein oder andere mal mitbekommen hat, aber es gibt ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Dokumentationen über, was weiß ich, beispielsweise Dinosaurier oder ähnliches. Die sind auch von BBC zum Beispiel produziert. Auch so eine Pseudodoku über Drachen habe ich da zum Beispiel mal gesehen. Das war auch, glaube ich, von der BBC produziert. Und ja, unser öffentlich-rechtliches Fernsehen bringt solche Sachen einfach nicht. Wenn unser öffentlich-rechtliches Fernsehen irgendwelche Sachen produziert, dann ist das, was weiß ich, Tatort oder sowas. Ja? Das sind die Produktionen von unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Problem ist nur, ganz ehrlich, Tatort hat mich noch nie interessiert. Wirklich noch nie. Das habe ich nicht mal als kleines Kind angeschaut, wenn meine Eltern sich das angeschaut haben. Ich fand das immer stinklangweilig. Und ja. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, warum kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht, wie beispielsweise jetzt in England, einfach mal was produzieren, was ja eine große Zielgruppe hat. Ich meine, ja, Wetten, dass zum Beispiel habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschaut, seit zig Jahren. Aber solche Sendungen zum Beispiel, muss man sagen, sind durchaus für die ganze Familie geeignet und trotzdem gibt es das so selten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Das ist einfach ein schweres Thema. Es ist nicht einfach, den Geschmack von allen zu treffen, aber ja, wenn man wie unser öffentlich-rechtliches Fernsehen so konsequent ganze Jahrgänge, ganze Generationen einfach ignorieren kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch ein paar andere Probleme mit sich bringt, wie beispielsweise diese ganze Geschichte rund um, ja, wie soll ich sagen, rund um die Ausrichtung an sich. Ich meine, ja, wie soll ich sagen? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist, ja, wie soll man es sagen, mehr oder weniger am Markt vorbei produziert sozusagen. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen, die ja einfach auch gar nicht so viele Leute interessieren können. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wie viele Leute beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema Politik? Nun, ich würde behaupten, in Deutschland sind das zwar nicht gerade so wenig, aber es ist keine Masse. Und trotzdem gibt es, was weiß ich, wie viele, gefühlt Tausende von politischen Talkshows, eine schlechter als die andere. Wenn ein interessantes Thema in diesen Talkshows angesprochen wird, dann hat sich das Thema nach wenigen Minuten mehr oder weniger erledigt. Meist zu dem Zeitpunkt, wo es dann gerade interessant wird und man nachfragen könnte und die ein oder andere Frage einfach mal stellen könnte, die das Thema vertieft. Gerade in diesen Momenten ist das Thema dann einfach schon wieder erledigt und die Diskussionsteilnehmer werden abgewürgt und das nächste Thema muss durchgepaukt werden. Und
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Wenn wir so viele dieser Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben, dann sollten diese Sendungen sich auch nach Möglichkeit wirklich intensiv mit dem Thema befassen. Was bringt's mir, wenn ich ein Thema habe, das irgendwie kurz angesprochen wird? Und sobald es interessant wird, werden dann alle mehr oder weniger abgewürgt, die was zu dem Thema sagen wollen. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich komplett in eine andere Richtung gegangen bin mit dem, was ich hier gerade erzähle. Als ich es eigentlich geplant hatte, eigentlich wollte ich in der Aufnahme hier vom E-Sport reden. Jetzt bin ich doch irgendwie größtenteils bei öffentlich-rechtlichem Fernsehen gelandet. Ja, das ist ein bisschen daneben sozusagen. Aber ja gut, ich denke mal, war sicherlich zumindest ganz interessant, hoffe ich. Das Thema E-Sport, das ist auf jeden Fall für mich noch nicht erledigt, da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil viele, die nicht wirklich was mit dem Thema E-Sport anfangen können, beziehungsweise die nichts mit Spielen anfangen können, die wissen gar nicht, was E-Sport an sich überhaupt bedeutet. Ich meine, gut, ich würde jetzt E-Sport nicht direkt mit, was weiß ich, Fußball, Basketball, Handball oder sowas vergleichen, weil es eine andere Art von Sport ist, aber es ist eben auch Sport und zwar. Man kennt das vielleicht aus anderen Sportarten, die im ersten Moment auch nicht direkt als Sport angesehen werden. Beispielsweise Schach. Schach ist eindeutig Sport, Denksport. Ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der